So, Endspurt für den heutigen Abend, 28. November 2010. Wir wollen unbedingt heute noch einen Schienenbus rollen lassen beim Preview Live Let's Play vor über 400 Zuschauern immer noch. Liebe Grüße an alle, die auf YouTube, auf Twitch und auf der Facebook-Seite von GamesPlanet Deutschland, mir, Writing Bull, zuschauen und die miteinander im Chat die ganze Zeit auch sehr emsig über viel diskutieren. Also wir gehen rein in den Straßenbau, in die normalen Gleise, fangen hier an und legen die rechts lang. Genau, hier geht's hoch, hier geht's los. Haben wir hier wirklich nur einen Zweier hingesetzt? Das ist doch Quark. Kann man das noch ausbauen zu einem Dreier? Da waren wir, glaube ich, zu... Das war der erste Bahnhof, den wir gesetzt haben. Ich glaube, da waren wir zu geizig. Den müssten wir einfach, glaube ich, noch... Den müssten wir noch upgraden können. Zu einem Vierer. Mal schauen, wie man das macht. Ach, dekorativ. Wir können Dächer darüber noch bauen. Seiteneingänge. Unterführungen. Gucken, wie das aussieht hier. Oh, das schwebt. Das gucken wir uns dann alle mal an. Nicht verzetteln. Ich frage mich gerade, wie man das Upgrade macht, dass man noch weitere Tracks dazufügen kann. Falls es einer von euch auswendig weiß, mir bitte kurz Bescheid geben. Das müsste ja eigentlich hier drüber gehen. Über die Terminals. Nein, 1 und 2. Doch, dass man noch einen hinzufügt. Das geht garantiert irgendwo. Man kann garantiert irgendwo noch ein Terminal. Tracks erweitert Anzahl wird im Chat gepostet. Das ist dann vermutlich hier, ne? Gleise. Gleismodifizierungstools, Signale, Wegpunkte, Gebäude. Zugdepot, Güterkopfbahnhof. Bahnsteig bauen einfach. Gleise. Eins einen daneben setzen, oder wie? Ein bisschen genauer. Also hier rüber. Lieber Daniel? Ja. Unter Configure kannst du ja da garantiert auch noch die Gleise direkt einstellen, also welche genau du brauchst. Da bin ich gerade drin. Das sollte es hier sein. Ah, so geht's. Hier aktivieren, hier rechts daneben und dann... Ach, das ist ja simpel. Dann machen wir das mal. Dann kommt eins hier hin. Das ist normale Gleise. Mit beschränkter Höchstgeschwindigkeit. Hochgeschwindigkeitsgleise. Ach, das ist mit Oberleitung. Haben die anderen Oberleitungen hier? Ja, dann machen wir hier auch mal Oberleitung. So, und das war genau, wir haben einen Bahnsteig in der Mitte. Und hier haben wir auch einen Bahnsteig. Und dann gucken wir mal, ob wir auf die andere Seite auch noch einen legen können. Bedingt. Hier unten müssen wir was abreißen, aber wir können auch einen kleineren daneben legen. Das können wir jetzt machen oder später. Aber ich denke, wir können es auch jetzt machen. Hier müssten wir gleich einen ganzen... hier könnten wir ein Gleis legen, müssen dann aber auch noch ein... Ja, das hat alles Zeit. Wir reichen erstmal mit die drei Reichen aus. Hier gehen wir wieder raus. Hier könnte man auch einen kürzeren machen später noch. Das war ja simpel. Wie immer im Leben. Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz simpel. So, und jetzt ziehen wir von hier aus, von dem neuen, den wir gemacht haben. Die Gleise. Und zwar normale. Wir bauen Schienen. Das heißt, wir machen keine Oberleitung. Gehen hier Oberleitung weg. Wir haben die nur im Bahnhof gebaut. Die Schienenbusse, die wir bauen werden, die haben keine Oberleitung. Schienenbusse fahren, glaube ich, mit 90 Stundenkilometer maximal. Falls wir später mit anderen Schienen noch arbeiten werden, die schneller sind, gehe ich hier mal auf 100, damit wir wenigstens das schaffen. Da
das alles hier auch flach ist, verzichte ich auf die Höhenanzeige. Hier geht's rüber. Machen hier mal weiter. Hier geht's am besten in die Mitte rein. Also falls wir später eine zweispurige Strecke haben, sollten wir, das kann ja durchaus sein, das mit Hosenträgerweichen am Bahnhof machen. Auf jeden Fall Spuren so nutzen, die ja so rein und wieder rausfahren lassen, dass es hier keine Probleme gibt. Hier kommen nachher die Werkzeuge, kommen von hier nachher und dann hier rein. Wir nehmen mal die Mitte. Genau, wir nehmen die Mitte. Hier geht's rein. Moment mal, mir fällt gerade auf. Kann ich das ja noch abreißen? Ja. Gucken, ob das geht. Ich glaube, ich habe mich verklickt. Mal gucken, ob das eingerastet ist gerade. Wurde es übernommen hier? Ja. Wie ist die Strecke so? Nimmt alle Höhenlinien mit, aber an Höhenlinien kommen wir nicht drum rum. Warum geht das so weit hoch? Das geht so weit hoch wegen den... Nee, das mache ich so nicht. Das kriegen wir besser hin. Ah, hier geht's hoch. Okay. Nee, das ist zu langsam. Ah, die Geschwindigkeit wäre sonst zu langsam. Also 106 wäre okay. Deshalb hat er das so teuer gebaut, damit wir die 120 Stundenkilometer haben. Das ist eine Nahverkehrsstrecke. Wir reichen 100 aus. Jetzt haben wir die 120, weil es ist nicht mehr alles so hoch gebaut. Das sieht ein bisschen ziviler aus. Aber nur das bisschen da oben. Das sieht schön aus, das machen wir. Ist bestätigt, gehen wieder hoch. Der Schienenbus fährt nicht schneller, Tante Mimi, aber wir bauen hier sicher irgendwann auf. Wir sind ja jetzt, wir wollen ja ein bisschen länger spielen, eventuell, oder? Jetzt geht es vom Torfhaus hoch zu Windwacht. Ja. Aha, Hosenträgerweiche. Ja, wir haben gerade hier mindestens zwei Züge. Ich glaube, wir haben zwei Züge. Hier geht es also raus. Schau mal, wie viele Autos hier fahren. Heftig. Mal gucken, wie gut wir hier rüberkommen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Bahnhof ist da hinten. Davor oder dahinter? Das ist Kohle. Die Kohle wird geliefert zum Stahlwerk, also hierhin. Also sollten wir rechts rum. Wir sollten davor bleiben. Genau. Dann machen wir Folgendes. Wir reißen das hier mal ab. Gehen hier wieder rein. Ziehen hier rüber. Krass. 70 schaffen wir.
aus. Wir können natürlich mit einer Brücke rüber. Das können wir machen. Aber dann müssen wir auch steigen. Brauchen wir die Straße? Ja, die Straße machen wir. Wir könnten die Straße verlegen. Das könnten wir auch machen. Wir könnten die Straße umverlegen. Wir könnten in die Mitte ziehen, dann gehen wir leichter rüber. Aber das ist irgendwie auch fusch. Lass uns mal das mal benutzen. Ich benutze das so hoch, weil man muss ja irgendwie drüber. Und wenn ich das so, je niedriger ich das mache, machen das so. Dann sind wir halt was langsamer. Wir sind sowieso direkt vom Bahnhof. Das ist nicht so schlimm. Dann fahren die halt nur 56. Wir sind direkt vom Bahnhof. Da wird eh gebremst gleich. Gibt Schlimmeres. Aber Terraforming, da bin ich mir nicht so sicher. Ich mache doch mal die Höhenlinien an. Ich glaube, da oben kann man besser rüber. So ist besser. Das sieht auch vernünftiger aus. Hier geht's rüber. Ja, das klappt besser. Jetzt geht's hier hin. Jetzt müssen wir rechts von dem da oben hin. Ja, so klappt's jetzt. So funktioniert's. Ordentlich Geschwindigkeit nachher. Hier geht's hoch. Wir bauen mal von der anderen Seite auch mal. Es geht nach Windwacht. Das ist der Kopfbahnhof. Wir fahren wieder in die Mitte rein, damit die Gütersachen von der Seite kommen können. Das heißt, hier geht's rein. Dann geht's Höhenlinien an. Hier drumherum, ne? Das ist ein Höhenzug, also hier am besten so drumherum. Hier aus kommen wir. Ist hier schon die Strecke gebaut? Nein. Hatten wir gerade erst angefangen, ne? Hier ist die Linie. Hier ist die Höhe. Das heißt, wir gehen hier, die Lücke hier nehmen wir. Die nehmen wir mit. Hier rüber, was wird hier angezeigt? Einfach nur eine Überführung, Unterführung. Einfach nur ein Bahnübergang. Ja, das geht doch. So, hier drumherum und dann dorthin. Wo sind wir jetzt?
Hier geht's hin. Klappt doch. Schön schnell. Hier geht's rüber. Und da müssen wir jetzt hin. Und der ist, wo ist er? Hier ist der Weg. Kleines Stück noch. Da müssen wir hin. Hier sind wir. Das geht gut. Und? Ja. Klasse. Hat funktioniert. Drei sind verbunden, zwei fehlen noch. Also von Wülburgstetten nach Torfhaus, dann weiter nach Windmacht. Bahnhöfe stehen auch schon. Wir müssen noch rauf nach Aue, dann nach Tanzenheit und dann wird gleich der Schienenbus auf jeden Fall noch heute rollen. Also. Hier geht's. Rein und raus. Wir arbeiten ja gleich mit diesen Hosenträgerweichen. Und unser Ziel ist da oben. Jetzt wollen wir mal schauen, wie wir das am vernünftigsten machen. Wir nehmen wieder die beiden mittleren Stränge hier. Oh, es sind gleich ganz viele hier. Nehmen wir trotzdem die in der Mitte? Nö, wir können die ausnehmen. Hier wird benötigt, Baustoffe wird hier benötigt und Waren. Das sind alles Sachen, die wir von hier aus nicht direkt reinbringen. Wir können es hier drum rum mogeln. Hier entsteht jeweils, ist das Rohöl oder was ist das? Ölquelle, genau. Eine Ölquelle, noch eine Ölquelle. Chemiefabrik. Hier wird Öl hingeliefert. Wo ist die Raffinerie? Ich sehe keine. Da hinten ist eine Raffinerie. Das heißt, das Öl wird dahin gebracht werden müssen. Dann von dort aus dahin. Ja, dann wäre es doch klug, wenn wir eigentlich den Weg links rumgehen, damit die ja nicht an und das kreuzen müssen. Das heißt, wir gehen hier rum und dann rein in die Stadt. Ja, so machen wir das. Also. So, Gleisbau. Hier wieder rein. Hier geht's raus. Einmal hoch. Dann links um das Ölvorkommen herum. Hier sollte man, glaube ich, ganz gut rüberkommen können. Ja, das kann man machen. Hier geht's entlang. Hier rüber. Oh lala, hier wird's aber langsam jetzt. So geht's aber. Hier einfach nur geradeaus. Schauen wir mal, wo es hier auf der Seite rausgeht. Das war hier. Wir sehen schon unser Ziel. Da geht's hin. Ah, das ist aber keine. Das ist mir zu krass hier. Habt ihr gesehen, diese extreme Steigung, die wir hier gemacht haben?
Das kriegen wir auch anders hin. Gleich sind wir da. Und, kleines Stückchen noch. Ja, das war der vierte von fünf Stückchen, die wir machen müssen. Jetzt kommt Schritt Nummer 5. Der wird uns führen von Aue nach Tanzenheit und dann haben wir die Strecke fertig. Hier geht es einfach nur rüber auf die andere Seite. Hier ist Tanzenheit. Der Bahnhof Tanzenheit ist... liegt hier, genau. Gleis haben wir hier schon gelegt. Okay. Es geht ja nachher wieder zurück. Mal kurz nachdenken. Das ist die Seite. Das ist eigentlich völlig... ach. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Gucken wir uns gleich an. Wir machen jetzt erstmal die Doppelgleise. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wir arbeiten ja mit Ausweichstrecken. Zwei Züge werden wir wohl laufen lassen müssen. Entschuldigt bitte. Hier geht es erstmal rüber. So. Und der von hier kommt. Hier geht's ab. Der wird dann hier entlang, hier rüber. Das sind Steine. Die werden wo benötigt? Bei der Baustofffabrik. Und die ist hier hinten. Von da geht's nach Tanzenfeld rein. Das heißt, wir sollten links davon bleiben. Links hiervon bleiben. Damit das hier hingeliefert werden kann. Also hier rüber, hier hin und dann hier hin. Das ist die Strecke. Was ich mich gerade noch frage, ist, wie wir das mit den Gleisen hier machen, welches Gleis wir hier nehmen. Ich glaube, das ist völlig gleich. Wir nehmen mal das hier. Das ist, weil wir mit Kopfbahnhöfen arbeiten, ist es eigentlich Schnuppe. Also, wir gehen hier rüber und müssen jetzt gleich schon mal eine Kurve hier rüber ziehen. Das wird heftig hier. Wir müssen hier links da oben von diesem Steinbruch vorbei. Hier hin. Geht das? Ja, geht. 107 Stundenkilometer, alles gut. Hier geht's hin. Dann geht's hier weiter. Hier hin. 120, alles gut. Links um den Steinbruch herum gekurvt. Hier geht's hin. 120 immer noch. Wo ist der Bahnhof? Da hinten ist Aue. Ein bisschen Abstand, falls wir rechts noch eine zweite Strecke haben werden. Hier geht's lang. Ja. Klappt, alles gut, hier geht's rüber. Quer durch den Wald. Alles gut, so machen wir das. Dann geht's hier nochmal rüber. Hier hin. Und dann überqueren wir die Straße. Das Doppelgleis, geht das? Wir machen dann automatisch ein oder zwei Bahnübergänge? Einen gemeinsam oder zwei hintereinander? Sieht aus wie ein gemeinsamer, ne? Muss das mal aus der Nähe anschauen. Das
sind zwei hintereinander, das sieht ja doof aus. Dann machen wir hier die engere Kurve, das geht hier direkt rüber. Ja, geschafft. Ja, das war's. Das war die Strecke. Eine ganz lange Strecke, die wir auf dieser großen Karte gebaut haben. Eine ganz zentrale erste Personenstrecke. Alles gut. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, mit diesen Hosenträgerweichen und so weiter. Hier, falls sich Züge hier stauen. Hier geht's ein bisschen rüber. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Ich mache Ausweichgleise. Ich mache es nicht komplett zweigleisig, sondern dass wir halt Gebiete haben, wo die ineinander übergehen. So, Nummer 1. Dann gehen wir hier noch in den Signalbau rein. Nee, von wegen Signalbau. Wir machen hier eine Verbindung. Länge? Ja, reicht. Locker. Und eins noch hier. Das klappt schon mal nicht. Steigung zu groß. War auch nicht möglich. Aber doch, Steigung zu groß, das geht nicht. Der Rest wäre sonst gegangen. Hm, doof. Kann man das sich irgendwie anders? Das wird nicht funktionieren. Kriegen wir nicht hin. Also, die fahren von da oben hier rein, fahren dann wieder raus. Ist egal, das ist ja die. Wir hätten das Gleis hier noch gar nicht gebraucht. Das hier nutzen wir einfach nicht. Wir fahren, lassen die immer hier rein. Also die kommen von oben, fahren in das Gleis rein, fahren dann hier raus, machen wir hier eine Einbahnstraße mit Gleisen, mit einer Einbahnstrecke und einem Signal hier hin. Ich zeige es euch mal. Wir gehen rein in den Signalbau. Fahrtsignale. Einbahnstraßenverkehr, ja. Gehen hier hin und sorgen dafür, bei der Einfahrt hier rein, dass es in diese Richtung geht. Und auf der anderen Seite geht es bitteschön hier. So. Das müsste eigentlich reichen für unsere Züge. Da geht es noch wieder raus. Also das ist der eine Teil, dann geht es hier eingleisig weiter. Wir machen nachher noch eine Ausweichstrecke hier oder mehrere. Dann geht es hier rein. Dann arbeiten wir jetzt ja auch mal mit. Mal schauen, wie wir das hier hinbekommen. Also die kommen von hier, fahren hier rein und sollen hier wieder raus. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Machen hier eine Verbindung. Jetzt hoffe ich sehr, dass das hier auch reicht. Ja, es klappt. Klasse. Hier funktioniert's. Sehr schön. Ich glaube, die gehen sogar, die Veteranen vom ersten Teil, die müssen mir das mal kurz sagen. Ich glaube, an solchen Hosenträgerweichen brauchen wir gar keine Signale. Ich glaube, das packen die auch so, weil man sich halt hier immer ausweichen kann. Falls ich mich da irre, schreibt das mal bitte in den Chat rein. Wäre mir eine Hilfe. Dann gehen wir hier wieder rüber, machen das dann hier auch. Jetzt machen wir hier dasselbe Theater.
Hier ebenfalls. Es stößt frontal an den Bahnsteig. Ja, ich weiß keine Ahnung, was du mir damit sagen möchtest. Lieber Daniel, im Chat kam ein, zweimal der Hinweis, dass du in Tanzenhain ein Bahnglas hast, was wohl mit dem Bahnsteig verbunden ist und nicht mit den Schienen. Dass ich was habe in Tanzenhain? Halt. Du hast ein Bahnglas, was aber auf den Bahnsteig geht und nicht an das Gleis im Bahnhof. Das ist wohl falsch angeschlossen. Oh, tatsächlich, das sieht ja ulkig aus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Dann wollen wir das mal hier korrigieren. Oh, kann man nicht abreißen. Das ist jetzt aber doof. Wie reißt man das denn ab? Hier kann man abreißen. Ich reiße einfach mal alles hier ab. Kann man das hier abreißen? Ja. Oh, hoffentlich wurde die Straße nicht beschädigt. Aber es wäre schon interessant gewesen zu sehen, ob der Zug auch wirklich dagegen fährt. Das wäre wirklich auf eine makabre Weise sehr interessant gewesen. Also, hier geht's rüber. Das wäre dann vielleicht das erste Zugunglück beim Transport Fieber 2 gewesen. Ja. So. So. Jetzt wird das sicher auch klappen mit den Hosenträgerweichen. Gute Wette. Wiedersteigung zu. Nee, jetzt klappt's. Nee, doch nicht. Wieder das Problem. Aber wir hatten ja schon gesagt, es ist nicht zwingend, weil das ist die Endstation. Die fahren hier rein, die kommen hier oben raus. Es funktioniert trotzdem. Hier müssen wir das Signal wieder setzen. Hier kommt's hin. Genau. Nochmal die Bitte, falls ihr wisst, ob es ein Problem gibt bei Hosenträgerweichen, bei denen man kein Signal setzt. Wenn ihr mir, also ich habe ja keine gesetzt bei diesen Weichen, wenn ihr mir da ein Feedback geben möchtet, würde ich mich sehr freuen. Das haben wir alles hier gemacht. Das sieht auch soweit okay aus. Dann geht's hier rüber. Dann geht's hier hin. Hier entlang. Hier. Torfhaus, okay. Hier hatten wir auch die Hosenträgerweichen gesetzt, ja. Hier müssen wir die noch setzen. Schauen, ob das hier reicht. Das könnte schwierig werden, weil es sehr eng ist hier. Mal gucken, ob das hinhaut. Haut aber hin. So, was schreibt der Chat? Normales Signal müsste reichen, da rechts vor links gilt. Du meinst ein Signal beim Reinfahren in den Bahnhof, oder? Oh, viel Geld haben wir nicht mehr. Wir hatten mal mehr. Schaut mal. Eieieiei. Ja, haben wir viel gebaut, haben wir viel ausgegeben. Also, meint ihr bei der Einfahrt, dass man hier und hier jeweils ein Gleis, ein Signal hinsetzt? Nee, man setzt ja normalerweise Signale beim Reinfahren in die Engstelle, nicht beim Rausfahren aus einer Engstelle. Deshalb sollte man eigentlich gar keine Signale setzen. Also ich würde hier gar keine Signale setzen. Nochmal die Bitte, wenn ihr es wisst, gebt mir gerne Feedback. Anscheinend weiß es keiner genau. Hier, genau, das ist die Endstation.
oft in der umgekehrten Richtung. Das heißt, hier gehen wir noch rein. Hier erstmal ein kleines Doppelgleis. Anscheinend weiß es keiner. Dann gehen wir rein in die Signale. Und nein, pardon, wir gehen in die Hosenträgergeschichten wieder rein und ziehen hier noch. Die kommen von... Hier geht's hoch und die kommen von der anderen Seite, fahren hier ab. Die braucht man gar keine, das ist es ja schon. Wir brauchen einfach... Nee, ach so, die müssen hier wechseln. Hier kommen sie rein und dann müssen sie ja hier wieder zurückfahren können oder umgekehrt. Nee, sie kommen von hier runter und dann müssen sie von hier hochfahren können und hier wieder hin. Das heißt, ich brauche eine Verbindung von hier rauf. So eine brauche ich. Und ein Gleis hätte eventuell sogar gereicht, es sei denn, man sagt, man will beide Gleise nutzen. Dann sollte man noch zusätzlich hier eins ziehen. Da können die sich den freien Bahnsteig suchen. Die Weichen brauchst du gar nicht. Macht mich ja fertig. Sorry, Lee, anscheinend liest du den YouTube-Chat nicht. Ich gucke alle 60 Sekunden rein. Die Bahnhöfe hatten eigene Ausfahrtssignale. Danke, Jette. Okay. Das heißt, die Signale, die hier stehen, ich sehe gerade keine, aber du meinst wahrscheinlich die. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt mal so gemacht. Das sollte auch eigentlich funktionieren. Was wir jetzt noch machen sollten, sind ein paar Ausweichstrecken auf der... Oder wir lassen erstmal einen Zug fahren. Wir starten, wir haben ja schon spät, wir haben schon nach 11. Wir starten erstmal einen Zug, lassen den schon mal fahren und gucken dann, ob das klappt. Mit einem Zug klappt es ja immer. Und tüfteln können wir dann immer noch nächstes Mal. Einverstanden? Also wir gehen hier raus, gehen ins Depot rein. Ohne Depot kein Zug. Und setzen einen bei den Gebäuden, ein Depot. Wahrscheinlich werden wir sowieso zwei haben auf Dauer. Brot? Nee, das lief anders. Ich suche eine Strecke, einen Punkt, wo wir ohnehin noch eine zweite Cargo-Strecke bauen werden. Das war, glaube ich, hier. Wir hatten hier einen Bahnhof schon mal gebaut mit einem Cargo-Gebäude dran. Da werden wir mit Sicherheit am ehesten ein Depot brauchen und das war, lass mich nicht lügen, das war hier, ne? Da hatten wir es gebaut. Also sollten wir hier in die Nähe auch das Depot hinstellen, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Dann stellen wir das hier vorne hin. Von hier kommen die Steine, die Baustoffe kommen von hier links, die Steine werden hier reingebracht von hier aus. Steine, Baustoffe hier rein in den Bahnhof. Die kommen über ein Gleis auf der linken Seite rein. Das heißt, wir sollten das Depot so hinstellen, dass die linken Gleise beliefern können und die rechten. So machen wir das. Also stellen wir es hier hin, drehen es ein bisschen. Packen es dann hier hin. Aber wir haben Rechtsverkehr. Das heißt, wir sollten es hier hinstellen und so drehen, dass es hier rechts auch, dass die Züge auch hier rechts rauf können. Und das ist wegen der Steigung schwieriger.
Aber im Prinzip geht es, wenn wir das hier hinstellen. Ich versuch's mal. Das sollte eigentlich klappen. Wir stellen es hier hin. Dann ziehen wir die Gleise hier raus. Dann brauchen wir noch Signale. Beim Reinfahren in der Engstelle setzen wir ein Signal, keine Einbahnstraßen, nein, nein. Beim Reinfahren braucht man hier eins. Das ist im Augenblick egal, weil wir eh nur ein Signal hier haben, einen Zug haben werden auf der Strecke. Aber beim Reinfahren in eine Engstelle braucht man in der Regel ein Signal. Das hier bräuchte man auch eins. Hier haben wir schon welche hingestellt. Das sollte eigentlich reichen für den Beginn. Toi, toi, toi. Wir lassen jetzt mal einen Zug fahren. Wir errichten einen Linienmanager. Per Linienmanager eine Linie ein. Wir beginnen in Tanzenheit. Wir müssen aufpassen, wenn wir nachher zwei Züge haben, das ist ja vielleicht vorher die Streckenführung ein und zurück. Jette, nicht nur schreiben, ich bekomme Probleme, wie er die Signale stellt, sondern mir schreiben, wie ich sie hinstellen soll. Nicht sagen, das ist doof, was du machst, sondern sagen, mach es so und so, das ist richtig, sonst habe ich davon nichts. Okay, du bist Lokführerin und plane die Gleisbereiche in Transport Fever liebend gerne. Ich könnte hier 2 Stunden drüber reden. Ja, das ist zwar eine hübsche Vorstellung. Schön, wenn man jemanden hat, der sich auskennt, aber man muss es ja irgendwie jetzt hier auch rüberbringen, ne? Ihr wollt die Bahn sehen, wir lassen die Bahn jetzt fahren. Ich nehme das hier wieder raus, wir lassen eine Bahn fahren und gehen hier rein. Linie 1, Haltestelle hinzufügen, hier starten wir. In Tanzenheit, dann geht es von Tanzenheit rüber, hierhin. Dann geht es von Aue nach Windwacht. Von Windwacht geht es nach Torfhaus. Und von Torfhaus nach Wilburgstetten. Müssen wir das nochmal zurückbauen? Ich glaube ja, ne? Nochmal nach Torfhaus. So. Jetzt sollten wir es haben. Dann fangen wir oben wieder an. So stelle ich mir das vor. Niemals ein Signal von 1 auf 2, sondern von 2 auf 1 Gleis. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So, jetzt gehen wir hier wieder rein und lassen den Zug mal fahren, den wir hier kaufen werden. Die Linie benennen wir noch um. In Express, Schienenbus, natürlich, um Gottes Willen. Ein Schienenbus. Schienenbus hat welche Farbe? Das Shoppen machen wir zu blau. Alles klar. Hier raus, hier rein. Fahrzeuge kaufen. Ist der Schienenbus. Triebwagen Diesel ist, glaube ich, ein Schienenbus. Genau. Höchstgeschwindigkeit 90. 15 Leute können wir mitnehmen. Lädt sehr schnell. Fuhr ab dem Jahr 1950. Wir sind 51. Hier.
Das ist doch perfekt. Das ist das Modernste, was gibt an Schienenbus. Hält 40 Jahre. Prima, prächtig. Wir sind mal Optimisten und nehmen mal zwei davon, die hintereinander fahren. Also wir kaufen zwei hintereinander. Kaufen sie. Nee, ich wollte einen kaufen, die hintereinander fahren. Das heißt, den verkaufen wir den wieder. Gehen hier rein. Und wie editiere ich den? Fahrzeuge ändern. Hinzufügen. Jetzt haben wir es. Jetzt klappt's. Jetzt sind das zwei, die hintereinander fahren im Depot. Jetzt weisen wir die der Linie zu. Jetzt müsste mal alles klappen. Hoffe ich mal. Auf geht's. Abfahrt. Toi, toi, toi. Da kommt er. Ich hoffe, er bleibt nirgendwo stehen. Kommt gut klar. Unser Schienenbus rollt. Abfahrt. Am Anfang sind natürlich noch gar keine Leute unterwegs, alles andere wäre auch sehr komisch. Schön. Oh Gott, der Armste, schaut euch mal den Schienenbusfahrer an. Der kann gar nicht sehen. Der sitzt genau vor dem Stück. Der sitzt, wir können ihm zumindest nicht in die Augen gucken. Und er sitzt genau vor der Metallstrebe, der Armste. Ich glaube, das ist ein Handicap, das man ihm extra eingebaut hat, weil er sonst ein zu guter Fahrer wäre. Geht es der Stahl runter. Nimmst du einen VW Bulli? Ist ja echt entzückend. Oh, was für eine schöne Strecke. Schaut euch das mal an. Hinreißend. Total hinreißend. Ach, sieht das hübsch aus. Ich bin total begeistert. Wunderschön. Ach, sieht das schön aus. Hat sich die ganze Fummelei doch wohl für gelohnt, oder? Ach, was für eine schöne Landschaft. Die dicken Haufen Wolken oben. Mann, ist das hübsch. Die Stundenkilometer. Game Sound zu laut, ja, das ist, wenn die wenn die selber fahren, wenn man selber mitfährt, obwohl ich muss ja dabei gar nicht, ich hab den schon mal runtergestellt. Das ist das Problem bei den den habe ich schon runtergestellt, das ist, wenn man mit denen mitfährt. Ansonsten geht es eigentlich, sonst sind die Soundeffekte okay, aber wenn man länger mitfährt, sind die krass, ich weiß. Das ist nicht so perfekt ausgesteuert im Augenblick beim Entwickler. So, wir filmen schon mal mit, also mit einem filmen wir schon mal das richtige Gleis, das ist kein Problem. Geht auch Draufsicht. Also ich habe bislang nur diese Sicht hier entdeckt. Eine andere habe ich noch nicht entdeckt. Sind schon Leute im Zug? Jetzt bin ich echt total gespannt. Wir haben die ersten beiden Passagiere. Wir haben Passagiere, klasse. Jetzt haben wir rüber. Also solange wir nur ein Fahrzeug auf der Strecke haben, klappt das mit den Weichen hervorragend.
ist das hübsch geworden. Alleine für diese Zugfahrt hat sich das ganze Bauen schon gelohnt. Da hat Marcel recht, definitiv. Wir fahren die Strecke einmal durch. Ich kann euch aber schon mal erzählen, wann es weitergeht. Ne? Wann ist der nächste Stream, Marcel? Schau mal bitte in unsere Terminliste. Ich weiß es selber gar nicht. Sekunde. Wir haben den nächsten Stream am Samstag. J-Turn Civilization Live. Habt ihr Marcel gehört? Samstag. Civilization. Samstag. 20 Uhr. Wann geht's denn? 19 Uhr. Entschuldigt. Wann geht's denn weiter mit Transport Fever 2? Transport Fever 2 ist am Dienstag, den 3.12. von 20 bis 23 Uhr. Dienstag 20 Uhr. Dienstag, 3. Dezember. Es wird der dritte Stream sein von 5 Preview Streams. Dann wollen wir uns auf der Karte hier noch ein bisschen weiter austoben und noch mehr Dinge bauen. Sarah, ich will jetzt gar nicht so viel über mich erzählen. Das ist zwar lieb, dass du fragst, aber ich glaube, ich will ja nicht drüber plappern über die schöne Strecke. Ein andermal gerne. Habe ich auch schon so oft erzählt. Nicht böse sein, bitte. Oh, schaut mal. So kann man die Karte steuern. Das ist ja cool mit WASD. Oh! Ach, ist das cool. Ist das ein toller Tipp von dir. Danke, Rübel, du Katz. Ist das scharf. Wunderbar. Ach nein. Ist das toll. Kann die coolsten Kamerafahrten machen. Hinter dem Kopf. Schaut mal. Jetzt klappt's. Komm ich hinter ihn? Ich bin von oben. Ich hätte gerne eine Schulterkamera. Kriege ich das so hin? In der Schulterkamera? Ja! Ja, wir kriegen es hin. Toll. Das sieht doch klasse aus, oder? Genau. Wir können auch mitfahren, Leute. Ob wir das hinbekommen? So. Das sind unsere Passagiere, das sind unsere Leute. Ich versuche mal ein bisschen dich daran zu kommen. Nee, ich komm, rein komme ich nicht. Tut mir leid. Blick aus dem Fenster können wir mal. Das ist so, als ob wir mitfahren würden. Was ist hinten zu sehen? Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber so ist es doch jetzt nicht. Wenn man rausgeht, kommt man dann wieder in die normale Sicht rein. Ja, alles gut. So ist die Welt wieder heil. Ihr Lieben, das war's für heute. Samstag Civilization 6 live. Zu Gast bei 2K Games. Wir spielen mit der Xbox. Montag Patreon Stream mit Powered by Games Planet. Unser großer jährlicher Stream mit den Mäzenen und Hauptsponsoren auf Patreon. Games Planet unterstützt uns dabei, hat uns Keys gegeben für alle Mitspieler. Und wir werden auch ganz viel verlosen. Ich habe von denen einige Geschenke für euch bekommen. Dienstag geht es weiter um 20 Uhr hier mit Transport Fever 2. Das sind die nächsten Termine. Und den Rest könnt ihr euch anschauen auf der Twitch-Übersichtsseite. Da stehen alle Termine drauf gelistet. Und auf der YouTube-Seite, auf dem Portal, stehen auch immer die Termine. Und falls ihr auf YouTube guckt, alle Transport Fever 2 Stream-Termine, seht ihr dort auch in der Übersicht. Wenn ich euch... Ah, jetzt bleibt das Spiel leider hängen. Ich gehe nochmal zurück. Ich kann euch leider nicht alle Termine noch geben. Marcel Punisher, mögt ihr noch die restlichen beiden Transport Fever 2 Termine noch kurz nennen? Na, wir haben Donnerstag, den 5.12. von 12 bis 14 Uhr. Mittagsstream, Lunchbreak-Stream. Und die gleiche Uhrzeit am Sonntag, den 8.12. Genau. So sieht's aus. Schön, dass ihr dabei wart. Bin gespannt, was wir nächstes Mal erleben werden.
wir hier mit mehr Schienenbussen unterwegs sind und ob das dann mit den Signalen klappt und ob alles so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Wahrscheinlich ja nicht. In der Regel klappt das nie, aber Signale sind doch immer bei Transportsimulationen ein Thema für sich. Liebe Grüße, gute Nacht, bis bald. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht auch mir.